Hey Leute, heute mal ein Video aus einer etwas anderen Perspektive. Ja, wir haben diese Woche das Thema ja, Zweifeln auf dem Transweg oder Zweifel auf dem Transweg. Genau, es gibt Leute, die gehen den Transweg von Anfang bis Ende einfach straight durch und sie zweifeln nie, aber es gibt auch Leute, die zweifeln daran. Was heißt zweifeln daran? Man muss sich den ganzen Weg in Frage stellen, man muss eigentlich gar nichts, aber es kann sein, dass irgendwelche Hürden auf dem Weg sind oder die Sachen, die auf dem Weg sind, wie Testo, Namensänderung, OPs, dass man dann kurz davor steht und sich denkt, ist das jetzt richtig, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Man zweifelt auch daran, wenn man vielleicht vorher vollkommen überzeugt davon war, dass man vielleicht die Hormone möchte, also dass man die Hormone möchte und dann steht man knapp davor und es muss nicht heißen, dass man unsicher ist, sondern man überdenkt das Ganze vielleicht nochmal in dem Moment, ist es jetzt genau das Richtige und ist es hundertprozentig richtig und so weiter. Kommen wir zu mir. Ich habe nie gesagt, dass das nichts für mich ist, wenn ich irgendwie eine Hürde hatte, sondern ich war eigentlich der Überzeugung, dass es richtig ist. Aber ich habe mich instinktiv nochmal mit dem Thema befasst und wirklich aber nochmal quasi Pro und Contra. Ich wusste, dass ich das hundertprozentig möchte, aber ich habe das wirklich doch nochmal versucht, ja, Pro und Contra zu sehen. Das war am aller schlimmsten, war das bei den Hormonen gewesen. Das war hatte ich schon mal gesagt, so ein Gemisch aus Freude, aber auch aus ein bisschen Angst, oh, was kommt jetzt auf mich zu, die neuen Sachen und so weiter, wie werde ich mich verändern, kommen da auch negative Sachen dabei rum und so weiter. Und das war das, bis in dem Moment quasi die Spritze da war und die Hormone da waren und in dem Moment war puff, alle Zweifel weg und ich habe mich einfach nur gut gefühlt und ja, genau. Ja, und dann bei der Mastek-OP, da habe ich mich einfach nur wahnsinnig gefreut, wo das alles, wo das klar war, dass ich die OP haben werde und so. Ich habe eher ein bisschen daran gezweifelt. Ich bin halt auch nicht so ein Krankenhausmensch und hatte dann Angst, ob ich das quasi alles so aushalte. Und habe dann so ein bisschen gezweifelt daran, ha, kann ich das wirklich durchziehen, weil ich gar kein Krankenhausmensch bin oder irgendwas. Und ich konnte mich auch gar nicht in der Situation sehen, sondern ich wusste, dass das war alles so ein bisschen unwirklich. Und mir geht es auch jetzt gut und so. Jetzt kommt dann die voraussichtlich erstmal letzte OP, das ist die Hysto. Die habe ich dann am 13.07. auch wieder in Düsseldorf, in der Florence Nightingale Klinik. Und jetzt fängt das schon auch schon wieder so ein bisschen an vor der OP, so ein bisschen diese, ich träume wieder davon, von der OP, dass irgendwas also nicht schief gehen könnte, sondern, also, ja, dass ich den Termin verpasse oder zu spät komme und so, ganz komisch. Und ich finde, die Hysto ist jetzt so ein bisschen mehr als die Mastek und da kommen jetzt auch wieder diese Zweifel, ich meine, ich habe das jetzt einmal, ich kenne den Ablauf und so weiter, so was davor passiert und so. Aber das sind in Klammern ja noch ein bisschen mehr Schmerzen und so. Und ja, man kriegt halt diesen Blasenkatheter und da denke ich schon wieder nach, boah, ne, Augen zu und durch. Aber auf der anderen Seite denke ich so, oh, das ist nicht so schön, wenn man den zieht, aber mein Gott. Das wird schon, na, ich denke, ich setze mich momentan wieder viel damit auseinander, wie das sein könnte. Ich freue mich mega drauf, ich weiß, ich will das, aber ne, ich denke natürlich darüber nach, was passieren könnte, sein könnte und so weiter.
Ja, und das ist eigentlich das Aktuelle von mir zu dem Thema. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und ciao, Leute.